Willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown bzw. Enemy Within und ich wiederhole mich, egal. Wir haben noch 3 Tage bis zur Gen-Manipulation von Mr. T. Das will ich gerne abwarten, bevor wir die Galoppo-Kammer gehen. Ich könnte den Ratsberichter mitnehmen, ich wüsste aber nicht, was ich dementsprechend noch kaufen sollte. So, das läuft. Okay, dann machen wir mal weiter und dann gehen wir einfach mal in die Galoppo-Kammer. Genau. Sobald das Integrit zünden, wird jeglicher Fortschritt gestoppt. Alle Forschung dieser Projekte werden abgebrochen, verwurzelte Daten in der Krankenstation nicht mehr geheilt. Sind sicher, dass sie fortfahren wollen? Yep. Nur Matti kann es machen, also geht Matti rein. Nach jedem großen Sieg wurden wir mit immer mächtigeren Aliens konfrontiert. Nachdem wir das erste außerirdische Raumschiff abgeschossen hatten, starteten sie eine Kampagne des Terrors. Die außerirdischen Truppen wurden von einem Sektoid-Anführer befehligt, einer mächtigen psionischen Kreatur. Nach der Übernahme des Hyperwellenleuchtfeuers entdeckten wir ein verhülltes Schiff mit einer unglaublichen psionischen Macht. Nachdem wir das von dieser Kreatur beschützte Gerät hatten, tauchte ein riesiges Alien-Raumschiff auf. Wahrscheinlich befindet sich auf diesem Schiff eine noch größere psionische Macht. Wir haben die menschliche Entwicklung bereits so weit vorangetrieben. Ich fürchte mich vor den Konsequenzen des nächsten Schritts. Aber unser Feind lässt uns keine Wahl. Wir brauchen eine neue Waffe. Nun zuletzt habt ihr gesiegt, wo wir gescheitert sind. Okay, neues Ziel, greife das Tempelschiff an. Es ist Marty Enkel, die Sidekick. Sowieso ein einziger Sidekick. So, dann eine Zeitung. Angriff auf das Tempelschiff. Dann wollen wir mal. Das sieht schon ganz okay aus. Sie würde ich aber nicht mitnehmen. Henry nehme ich auch nicht mit. Wir nehmen jetzt die Besten der Besten mit. Rose ist auch nicht die Beste, die wir haben. Sie bleibt da. Geht schnell nochmal abgegeben. Dann. Matti ist Teamanführer, soll bleiben. Dann nehmen wir mit unseren Mechkämpfer. Und zwar Chrissy nehmen wir mit, weil er Colonel ist. Unser Bester der Besten. Er kriegt die Partikelkanone. Dann nehmen wir mit Mr. T. Er hat uns am Anfang an mit begleitet, also er kommt damit als Boot. Eben kurz mit ausrüsten. Er kriegt die Titanrüstung. Ich habe zwar eine Geistrüstung noch zur Verfügung, allerdings habe ich einen Skill, der dementsprechend die TP erhöht, je nachdem wie schwer die Rüstung ist, die er hat. Und die Titanrüstung gibt ihm mehr TP. Kann man hier dementsprechend sehen. Plus 14, hier kriegt er mehr Verteidigung. Allerdings nur, wenn er dementsprechend in Deckung ist. Das ist er dementsprechend nicht. Also ist es so besser. Eine Legierungskanone würde ich sagen. Eine Plasmapistole für den Fall der Fälle, falls sie nur zwei weg sind. Dann könnte ich versuchen, den noch weiter zu steigern. Aber ich gebe mich ein Scope, eine kritische Trefferchance erhöhen und Granaten, damit wir nachher auch, falls sie Terraner kommen, wir können Schüsse zurückschießen können. Können wir damit dann gegenstänkern. Mal die bleibt die Granaten. Er hatte auch den Nuklearwerfer hinten drauf. Den schweren Plasmawerfer hat er aber nicht, den Nuklearwerfer. Das wäre schon peinlich gewesen, hätte ich den nicht ausgerüstet. So, dann noch Unterstützung. Nehmen wir René noch mit. Wir brauchen schließlich auch welche, die heilen können. Joink. So, Granaten dementsprechend noch. Eine Plasmapistole, ein schnelles Plasmagewehr und eine Geistrüstung, würde ich sagen. So, und dann zu guter Letzt unsere Scharfschützin. Es ist Amaterasu. Sie bekommt die Erzengel-Rüstung, auch wenn es wirklich nicht so cool ist. Egal. Den schweren Präzisionslaser, die Plasmapistole, dann unbesetzte Treffen, das Scope noch. Ich weiß nicht, ob der Ressourcen inspiriert hat, unbedingt braucht. Oder ich lieber auch noch Granaten mitgebe. Und da komme ich hier irgendwelche Würger. Ach, ich kann mir die Leute gucken, nur schwitzen, das sollte auch so klappen. Nehme ich lieber nochmal ein paar Granaten mit.
So, dann haben wir das. Sie ist auch ausgerüstet. Ja, das ist eigentlich mal die Creme de la Creme der Leute. Wenn es damit nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Auf ins Gefecht. Ins letzte Gefecht. Way! So. Wir landen. Sehr episch. Wir landen. Da. Keine Einleitung von Mr. Central. Na gut. Attention. Keine Musik. Das ist ganz leise. Na, Matti, was guckst du so? Du hörst unsere Stimme, Neuling. Hör nun gut zu. Matti? Bleib bitte auf meiner Seite. Lange haben wir zugesehen. Ungewartet. So viele vielversprechende Objekte. So viele gescheiterte Bemühungen. Und nun, nach unzähligen Versuchen, erscheint der Neuling, um sich der Strenge unserer Gemeinschaft zu stellen. Physische Ausdauer, gepaart mit ebenso ausgeprägten geistigen Fähigkeiten. Eine höchst seltene Eigenschaft, die endlich in greifbare Nähe gerückt ist. Okay, sie haben scheinbar die Galaxie durchstöbert, um Leute zu finden, die beides kombinieren zu können. Soweit können wir schon kombinieren. So, René, geh mal hier auf die rechte Seite. Von rechts obsidiert ist, da ich die Karte immer wieder drehen kann, aber egal. Und ich würde sagen, Senko, geht mal hier runter. Position bestätigt. So ein bisschen Bereich abdecken. Damit du was von der Seite auch angreifen können. So, Matti, geh mal direkt hinter der Deckung, hinter dem Mech. Oh, Feldpost. Lassen nichts von sich hören. Also gut. Geht vor. Der Mech voll rein. Oh ja. So, sowas von voll rein. Ja, da bist du einer. Ha? Gedankenkontrollierer. Wer will denn sowas? So, dich putzen wir weg. Keine Chance, dass die ersten Gegner kommen. Ist da nichts passiert. Das soll einen nicht wundern. So, wenn er weit genug rüberkommt, müsste er den einen angreifen können. Jupp, sogar von der Flanke. 100% Trefferchance, lieber Doppelschuss, damit er zweimal schießt. Und so höher die Chance, dass er ihn erledigt. Yay! Mr. T's Verlass. Sehr schön. Dann schaltest du mal dorthin, um Blickposition zu kriegen. Du könntest auch hochfliegen, würde man es aber lieber aufsparen, weil, wenn ich mich entsinnen kann, ja, ich habe schon mal gespielt, ist kein großes Geheimnis. Okay. Muss ich eh keine Weile hier durchkämpfen. Das ist der letzte Level dementsprechend, das heißt. So, er kann alles keinen sehen. Gut. Geh du mal hier hinten hin. Falls doch noch was kommt. Aber ich glaube, das sind einzelne. Hier ist eine einzelne Kammer. Ja, da geht es nämlich weiter. Ich glaube, hier ist nichts weiter sonst mehr. Vermutlich wird dann sowas. Ja, also ist ein bisschen Aufbau. Jetzt kommen nach und nach die einzelnen Sachen, die sie okkupiert haben, wahrscheinlich. Einfach gesagt, wir haben das Galaxie durchstöbert durch nach Wesen. Der Neuling stellt sich den jüngsten Bemühungen der Ätherer. Der erste Misserfolg. Auch wenn sie nicht ohne gewissen Scharfsinn sind, sind sie gekennzeichnet von ihrer Feigheit und Schwäche, wodurch sie unbarmherzig wurden und letztendlich nutzlos. Unbarmherzig. Vereinen sich in der Hoffnung auf symbiotische Stärke.
zerfressen. Okay, das war vermutlich auf die Sektoiden bezogen, auf die, die Kleinen. Dass die dementsprechend zu schwach waren. Die haben sich zwar zusammengetan, um praktisch dann mehr reißen zu können, aber wie ich es nicht verstanden habe, als erfolglos beschrieben. So, Holo-Zielen. Ui, ja, ordentlich reingehauen. Müsste den aussehen können. Jupp. Dann brutzelt ihr mal weg. Ich habe gehört, trotzdem wegbrutzen. Aber ich hätte auch Granaten schießen können mit dem. Er kann nochmal. Sehr gut. Dann mach. Wozu hast du Granaten, wenn du nicht so weit feuern kannst? Dann. Schieß auf den Mauf nochmal. Gut. Und wenn explodiert, müssen die mitreißen. Sehr schön. So, am besten die Scharfschützen. Sie müsste die sehr gut sehen können, genau. Nochmal Präzisionsschuss, machst du kritisch vielleicht sogar. Blom, kritisch und weg damit. Und bumm, und ich reiß die Drohnen mit. Yay! Das lief reibungslos. Gut, das kann gern so bleiben, aber ich vermute mal, es wird's nicht. Ich kenne das doch. Oh oh. Na gut, nachher sie hinten abhauen. Reflexschuss muss ich wieder nehmen. Jetzt habe ich sie in eine dumme Lage gebracht. Richtig blöd von mir. Ich habe nicht, habe den ganz vergessen und die wusste ja noch zwei weitere sind. Aber ich kann Mr. Verdammt, der hat Sturmschuss schon gemacht. Ah! Na gut, dann. Geht trotzdem mal dahin, um ein bisschen mehr Druck aufzubauen. So wird der einen anderen aufpumpen. Der wird sich wohl nicht dann in eine andere Deckung begeben und dann auf René schießen. Lackfüßel ist sehr schön. Balli weg! Yay! Muss ich mir die jetzt gleich schon verbrauchen. Das ist ärgerlich. Position bestätigt. So. Mach weg. Bisschen Overkill, aber gut. Erbitte Munitionsnachschub. Ja, ja, du erbittest. Erbitte mal. Oh, du hast Freischussfeld. Dann erledige ihn. Dann können die anderen sich besser weiter bewegen. Na also. Okay. Bestätige. Nee, nee, nee. Da habe ich so Mist gebaut. Ich heile sie trotzdem mal. Ja, die Geistrüstung geht doch rechtlich wenig mehr Leben. Ich doch nicht die Geistrüstung nehmen sollen. Na egal. Jetzt habe ich getan und dann muss ich es mit leben. So, du bleibst lieber dort. Ich gehe nicht in den nächsten Raum. Wer weiß, was du dann auf mich loslässt. Wenn du durch die Tür durchstreitest. So, Matti. Ist ganz riskant und geht hier mal voraus. Okay, kommt ein langer Gang. Ist nichts drüber zu sehen. Folgt ihm Mr. Team mal auf Schritt und Tritt. So. Ich denke mal, die ungern schon vorausschicken. Ich möchte eigentlich lieber dich vorausschicken, aber du hast kaum noch Munition. Macht aber nichts. Du wolltest schießen Granaten. Schön, dass ihr ihn das angetan habt. Wenn ihr sagt, ein Schicksal schlimmer als er tot. Aber machen wir mal mit denen, ne? Die brauchen sie ja nicht, also. Na, sind hier auch welche? Man sieht jedenfalls keiner. Ah ja, da sind sie. So.
haben also Kybernetik einfach aus ihm gemacht, da ihnen geistige Stärke fehlte. Naja, immer haben sie vermutlich jetzt nützlich draus gemacht. Wie man es nimmt. So, Matti kann ihn da unten nicht abschießen, das ist schade. So, geht auch mal dahin, Reflexschuss, weil sie rüber schweben will. So, dann hätten wir es mir am wenigsten. Also rückst du weiter nach vorne, Maria. So, sie kann ihn aber sehen. 60%, das nehmen wir doch mit. Oh ja. Das war nice. Na. So. Ich würde sagen. Geh mal direkt hier hin. Und puncht ihn. Punch! Bam! Und löst sich auf. Warum auch nicht? So. Gefällt mir alles nicht so. Ah ja, da sind noch mehr. Das ist so klug von euch, wa? Mieser Trip. Mal gucken. 100%. 100%. Und den, der höher geschwebt ist, weil der ist wieder zu treffen für die anderen. Ja, genau. What he says. So. Er geht möglichst nah dran, damit deine Trefferchance möglichst erhöht ist. So, also Sturm und Schuss. Jupp-di-dupp-di-dupp-di-dupp-di-dupp-di-dupp. Oh, 100%. Bloink. Das. Ich treffe mal, das ist unglaublich. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Bin schon da. So, schöne Position. Sie geht hier mal mit nach oben. Okay. Weil da unten gefällt es mir irgendwie nicht so. Mal besser von oben um runter zu schießen. Das Gefühl, dass gleich irgendwas in die Ecke kommt. Übrigens auch mal weiter in die Mitte. Trau den ganzen hier nicht. Was kann ich so unsicher machen? Tolle Existenz. Zu vermehren und zu sterben. Lang war unsere Suche. Und jetzt, da der Erfolg zum Greifen nahe ist, sind wir Zeuge, wie unsere Anstrengungen Früchte tragen. Schön. Schön. Ja. Warum nicht? Okay, ich glaube, dass es sah ein bisschen so aus, als wenn die Tür geöffnet hätte. Also das Motto, jetzt ist, kann es weitergehen. So, geht trotzdem lieber in Deckung da vorne. Falls doch nur wieder mit Chrysalinen von die Nase gebeamt werden. Ja, die Truppen sind ja schon ziemlich, ich will nicht sagen unbesiegbar, aber schon ziemlich übel. So, hab ich mal die schon bewegt? Das sind noch in ihr nichts, okay. Dann bewegst du ihn immer weiter nach vorne. Immer schon vorsichtig. Nichts übereilen, sonst kriege ich wieder einen Schuss in die Seite. Durfte René da schon mitkriegen, dass ich da ein bisschen doof bin. Na, kommen jetzt noch Gegner hergebeamt? Nee, scheinbar nicht. So, wir nicht stören, war die ein bisschen voraus. Genau, er hat noch einen extra Angriff bekommen, den Riss. Position bestätigt. Okay, sie geht mal weiter. Gelingen kann sich auch noch mal voll heilen. Ich lege, ob ich noch warte oder ob ich sie jetzt demnächst mache. Mal gucken. Oh, das ist volle Deckung. Also hinter. Volle Deckung ist immer super. Auch wenn es nicht nach voller Deckung aussieht. Hab's gehört. Okay.
Sehr kleiner Durchgang, gefällt mir nicht sonderlich. Aber ich würde sagen, wir quetschen uns trotzdem alle durch. Weil wir so gerne kuscheln. So. Du kannst noch weitergehen. Na, nee. Keine komischen Experimente mehr mit René. Nachher verreckt sie mir. Und dann habe ich einen Unterstützer mit nur 3 voll Medikits mit 10 Trefferpunkten Heilung weg. Lieber die Sturmsoldaten vorausschicken. Oder den Mac. Oh, apropos Mac, der kann mal hier rüberkommen. Und zwar genau da. Da kannst du mich gleich vom Zen heilen lassen. Wenn ich mich in den Weg stellen würde, dann würde er wirklich im Weg stehen. Das wäre höchst ungünstig. So. Bin unterwegs. Der Tier geht mal voraus. Aha. Ein intelligentes Wesen von großer Loyalität. Leicht an unsere Bedürfnisse anpassbar. Genau. Trotz all der Hoffnung konnten sie die Gabe. Ein weiteres Beispiel von Verschwendung. Okay, haben auch über den versucht, aber kein Talent für psionische Kräfte erlangt. So. Sie kann den sehen, kann aber nicht schießen mit dem. Also mit Pistole. Da hat sie 96%. Das wird dann geklappt. Jupp. Gut, dass sie mit Pistolen so viel Schaden richtet. So. Dann René, gehen wir hier rüber. Ziel in Sicht. Da ist sogar einer. Uhu. 90%. Tschüss. Hast du wohl. So. Madi, rüber. Bloink. Und runter müssen wir bei sein. Jetzt wird dieses scheiß Gift im Weg. So, dann geht er mal hier rüber. Weil gut, was da unten auch noch welche sein werden. Ne? Okay. Kann er sich trotzdem vor die Tür postieren? Weil ihm macht das Gift ja nichts aus, er ist immun. Weil er ein Roboter ist. Way. So. Ich kann trotzdem mal da reinbegeben. Sieht nichts. Okay. Dann laden wir nach. Gehen wir hier auf die Position. Auch auf den Posten. Wir haben sonst nichts zu tun. So, kann ich mal dahinter gehen. Jetzt muss ich eigentlich mal, bis das Gift abzieht. Weil meine Leute zu vergiften, das wäre höchst kontraproduktiv. Kann ich aber nutzen fürs Nachladen. Aufstocken. Wie auch immer. Ah, das Gift ist schon weg. Das ist toll. Dann bringen wir Leute schon mal Position. Noch nicht durchgehen, damit die Leute möglichst noch Aktionen haben. So, auch nach vorne. Du musst nämlich am meisten vorausrennen. So, möglichst schon mal eine gute Position bringen, dass sie vielleicht sogar schon Schaden anrichten kann. So. Begebe mich auf Position. Schon gleich reinrennen. Das so, Türen sind immer so Hindernisse hier. Dann bereite mal die ein bisschen vor. Das kennen wir ja schon von den Alien-Raumschiffen. So. Gut, dann. Mr. Cave geht am besten direkt hier vorne hin. Oh ja. Schaden an. Ja, das passt hier nicht. Oh, ich muss so näher kommen. Kommst du dämlich?
Dann ist aber ganz ungesetzt, dass alle hier jetzt oben sitzen, weil da würden die mit mir Granaten verstopfen. Wie mache ich das am günstigsten? Ja, das ist eine Idee. Ich lasse hier vorne hingehen und mache Geist. Dann kann ich sie gut in Position bringen. So, Deckung. Sie hat keine Geistesung mehr. Dann geht sie hier oben hin und schmeißt vielleicht eine Granate runter oder irgendwie sowas. Bin unterwegs. Möglichst nur nicht, dass sie ein bisschen verteilt sind. So, kannst du werfen? Jupp. Ja, komm. Einer mit. Sehr schön. So. Warte, kann man da hinten nichts sehen. Schussblock hier. Das heißt, ich muss ihn schon ein bisschen reinschicken. Nee. Das sieht richtig dumm. So, dass er dort steht. Ich mache Reflexschuss hier. Beam, 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 beam. Er kann Sturm und Schuss machen, das ist schön. Nur dann, wenn er dahin geht, dann kriegt er von da schon Deck. Ja, jetzt Engel. So. Kannst du überall sehen. Kannst sogar schießen. Welchen nehmen wir denn mal weg? Die kann ich gleich noch ausräuchern. Und die können Granaten schmeißen. Dann. Cheater die auf dem Mech. Der ist aber erhöht und hat seine Defensivsachen. Also er sollte ein bisschen durchhalten. Oh ja, sehr schön. Yay! Hätte ich alle jetzt dahingestellt, hätte ich provoziert, sie alle Granaten schmeißen. Da hätten die in der Gruppe insgesamt so viel Schaden angerichtet. Nein, nein, nein. Ha, 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 ha. Autsch. So, was mache ich jetzt am besten? Am besten erstmal die Scharfschützin. Die kann ich mal wechseln. Joink. So, die wird erstmal dich hier ab. So, dann kommt nämlich näher hier hin. Vermutlich. Soweit er kann. Dann können die anderen mich hin abschießen. So, sie wird auch mal ein anderes Ziel suchen. Am besten dich. 100% sollte eigentlich treffen. Wobei, die bringen auch alles fertig. Sehr schön, die Deckung wurde zerstört. So, René ist nun kampfbereit, aber erstmal. Wie keine Ziele verfügbar. Der steht direkt da vor der. Da! Okay, Madi. So. Also entweder killst du den. Mieser Trip. Übernimmst ihn aber nicht. Machen wir Gedankenkontrolle. Oh ja. Durch Zielrüstung ist nochmal stärker. Der kann gleich mal vorausrennen. Dann. Du kannst ihn auch nicht abknallen. Geht's noch? Gut. Macht Zen das. Ist das direkt vor der Nase? Wenn du verfehlst, dann weiß ich auch nicht mehr. Sehr gut. So. Wir reden hier extra in Position gebracht und muss es auch ausnutzen. So. Bin unterwegs. So. Ja, keine Deckung vor dir. Neun. So, und schon mal schön in Position gebracht. Dann.
Ich mache mich auf den Weg. Gehst du schon mal dorthin? Auch wenn es die höchst dämliche Position ist. Oh, Mr. T geht auch schon mal möglichst nah weit ran. Unterwegs. Wir müssen uns jetzt hier. Wir haben es hier. Elektroiden, Newton, Cyberdisks, Chrysaliden. Langsam gehen die Sachen aus. Dann müssen die schwer gepanzerten Versionen vielleicht bald kommen. Und die Sektopode fehlt noch, soweit ich weiß. Und die. Ich weiß nicht, ob die neunfachen von den Addon auch unbedingt auftauchen. Was macht ein Muton denn da? Genau. Den Muton schicke ich mal so weit es geht. Er soll sich aufdecken für mich. Zwei Stück! Warum nicht? Zu Fuch! Ja, immer wieder die Rede vom Neuling. Kann ich Scharfschützen was sehen? Ja, das ist toll. Dann leg ich ihn letztes Mal außer Gefecht hier. Dass er nicht sofort schießt mit seinen... natürlich die Waffe unbrauchbar. Sehr gut. So. Frage ist, wage ich mich da jetzt schon rein? Da ist er voller Deckung. Kann ich wieder zurückgehen. Du kannst aber nichts sehen. Okay, machen wir Flex los. Dann geht mal da runter, damit sie möglichst bald ihnen eine Heilung verpassen kann. Aber wenn ich ihn dahin setze, würden die vermutlich vielleicht drauf schießen. Das will ich eigentlich nicht. Eigentlich dürfen sie mich nicht insgesamt sehen können. Falls sie doch aus irgendeinem Grund hier hochkommen. So, geh mal dahin. Den müsstest du sehen können, genau. Dann geht um eine volle Breitseite. Sehr schön. Sind trotzdem übel, die Dinger. Absolut der Horror. Mach einen stummen Schuss. Du müsstest den sehen können. So, mit der Pistole hast du aber kaum Trefferchance, also wechselst du Plasma-Pistole. Damit ist es schon sehr viel besser. Wenn du ein bisschen Schaden richtest, machen wir mal Schnellschuss. So, Nummer 3, Nummer 2, immerhin. Ist summiert sich ja. So, du müsstest, kannst nicht sofort feuern. Weil. Aber der kann feuern. Na, will die Mutter erledigen? Nee, schießt er nicht. Das ist sehr günstig, der kann der Mutter vielleicht mal noch Schaden errichten. Na, kann er nochmal schießen? Ja, jetzt wurde immer zweimal. Er muss dringend da weg. Das wollte ich crazy. Das wäre höchst ungünstig. So, ich muss unbedingt Matti hier mal hinhaben. So, was ist Riss denn? Erzeugt Energie nach Schießum. Schuss ist blockiert. Der kann es da hinten. Auf ihn setzen. Dann macht das doch. Gucken wir mal, ob das ihren Schaden richtet. Der neue Angriff. Wie wir erhoffen. Oh ja. Der Neuling übertrifft alles bisher Dagewesene und ist dabei so fähig, so geschickt im Umgang mit der Gabe. So. Die Granate schmeißen wir auch mal weg, damit ihr sie nicht gegen mich verwendet. So, ich will die Deckung nicht zerstören. Ich will die noch haben. Vielleicht. So, nimm die Granate. Denn wenn er gleich nicht mehr über mich übernommen ist, kann ich die Granate nicht schmeißen. Das finde ich sehr praktisch. Komm, mach die wenig Schaden gegen die. Das ist ja fast schon pervers. So, jetzt gehst du trotzdem dort unten hin. Und dann kannst du Elektroimpuls senden. Und ja, also Gefecht setzen. Mindestens den einen. Ach, der Muton kann ruhig. Ja, ist okay, ist der Muton nur. Der kümmert mich nicht.
So. Du gehst auch mit der Tiege auch mal näher ran. So. Mal gucken, wenn du die Legionsnummer wechselst, wie gut die Trefferchance. Das reicht mir. Macht wesentlich mehr Schaden als die Pistole. Auch wenn sie leider nicht trifft. So. Sie kann den aber treffen. Gucken wir mal, ob sie es schafft, ihn. Ah, 4. Ah, ich könnte die Schreddergranate gebrauchen. Doppelte Portion, immerhin. Vielleicht kann René ihnen den Rest geben. Das wäre ideal. Das wäre die ideal. Hoffentlich triggert sie keinen neuen Gegner. Ah, Gott sei Dank. So. 80%, komm René. Yes! Nehmt das! Pseudo Battle hier. So. Ich brauche keine Angst zu haben, weil er ist eigentlich. Außer Gefecht, genau. So. Hier hoch, damit das Ding gleich explodiert. Sollte besser nicht daneben stehen. So, und schieß. Daneben. Ich bin nicht mehr. So, erstmal den Muton. So. Kümmere mich ja nicht, ob er getroffen wird. Ob ich mit explodiert. Er soll nur möglichst treffen. Er steht direkt davor und hat nur 75%. Was für ein Kackvieh. So. Warum kann er es nicht treffen? Was für ein Hundskunst. Sie kann aber. Komm, Schwäches. Sehr schön. Sie kann auch, aber ich will lieber, dass sie hier rüber geht. Verstanden, Commander. Und mir eine Heilung verpasst. Weil er ist hier am. Ziemlich am Verrecken. So, mal den Blitzmelder auch nichts. Ist ziemlich nah, aber ich glaube, er dürfte die Explosionswelle nicht abkriegen. So, das kann er wenigstens treffen. Er macht am meisten Schaden, nämlich an dem. Ein. Ernsthaft? Na Gott. Dann machen wir das so. Begebe mich auf Position. 100%. Komm, ist erledigt ihn. Bam! Der Mutter muss erledigt werden. Was sind das? Ach, so diese Mutons, okay. Flieg! Sagte Flieg! Ein bisschen tiefer vielleicht. So. So, was macht ihr? Machen Feldposten. Okay. Noch schwerer Laser. Die haben momentan Teleportation. Ne, die Animation wird noch nicht angezeigt, weil die im Schatten sind, aber. Es wirkt ein bisschen so. So, Mr. Tiki am besten voraus wegen Reflexschuss, wenn wir sie aktiviert haben. Na, lieber volle Deckung. Volle Deckung ist ja besser. Na, provoziert er? Nö, noch nicht mal. Du jetzt mal nach. Oh, René steht eigentlich ganz günstig. Die auch auf Feldposten, weil sie näher kommen. Du gibst ihm nochmal Heilung hier, weil er schon ziemlich arm ist. Die Artgenossen des Neulings scheitern und unsere Angst wächst, deren wir die Würde unserer Wahl hinterfragen. Nur weil ich heile?
Ja, das hinterfragt mal ruhig, das stört mich nicht sonderlich. Seid ihr nur ihr. So. Lad auch mal nach. Und viel Munition. Na, kommt jetzt näher. Ja, sie kommen da hinten rum. Feldpfosten. Wind auf dem Weg. Und René kriegt einen Geradeschuss, wenn sie mal trifft. Und sie trifft sogar! Yay! Das ist mir gar nicht gewohnt. Normalerweise ist es mal so, nee. Was? Was? Unglaublich. Jetzt schmeißen die trotzdem Granaten. So, Mr. D, du kannst den Reflexstoß am besten auffangen. Nochmal Sturm und Schuss. Sturm und Stuss, genau. Hier in Feuerposition. Unterwegs. Bisschen Reflexe. Damit eh alle so weit vorgehen, ohne dass das Probleme bereitet. Sie positionieren sich neu. Du weißt, ich provoziere mich neu. Ich provoziere mich neu, genau. Müsste einmal ausreichen. Juppdidu, du kannst sie nicht sehen. Unglaublich. Und dann gehen wir hier rüber. Sehr gut. Aber du kannst sie nur damit abschießen, nicht? Das aber nicht mehr schießen. Pistole ist aus Reichweite wahrscheinlich. Ja. Oh, ich hab's eine Pistole. Man weiß ja nie. Hier in Position. So. Sehen kannst du den. 70%. Reicht mir. Sehr schön, reicht ja auch fast. Dann bist du am Ende der Welt. So, und die gehen wir ganz hier hoch. Schwer kann er eh nicht so weit laufen. So. Gehen wir ganz hier hoch. Gehen wir hier hin. Da provozierst du nämlich, dass er markiert ist. Oder Sorge vielleicht bereitet. Ein bisschen aggressiver, ein bisschen defensiver. Und ich fing auch irgendwie Granaten zu schmeißen, das weiß ich nicht. Sollen auch noch alle nach vorne bringen? Flexschuss. Kritisch. Yay! Das habe ich noch nicht. Die Entfernung, das ist die Pistole. What the fuck? Egal, ich will mich nicht beschweren. Das erstaunt mich bloß. Okay, hier ist nichts. Lad mal nach. Sicherheitshalber, volle Schuss ist mal besser. So, Frisier rücken vor. So, sieht aber nichts, macht nichts. So, es ist die Frage, Lithium-Mutons, kommt jetzt noch was? Packen wir es an. Ich finde es allerdings schade, dass sie scheinbar die Monster aus dem Add-on, das heißt die, die Tentakelsucher und sowas, da nicht mit übernommen haben irgendwie. Die fehlen. So, schalten wir ab. Blub. Schalte Triebwerk aus. Und drück mal nach vorne. So, ich leg mal so weit nach vorne, wie sie kann. Und halt sich vor die Cyber. Trau dem nicht. Muss so Daten behalten. So, Zen geht mal auch so weit nach vorne, wie sie kann. Ich wollte natürlich auch, dass Christine eine Verteidigungsaura umgibt. Ich weiß nicht, ob ich schon vorrücken sollte. Die anderen sind noch nicht so weit. Aber hier können schon. Ich guck mal hier die Karte. Ja, wir scheinen am Ende angekommen zu sein. Und da sind wahrscheinlich Eterna drin, oder Eterra. Und die möchte ich ungern leichtfertig bekämpfen, solange noch meine größte Schadensmaschine, nämlich der Scharfschütze. Okay, es klang sehr, sehr schief wie eine alte Oma. So. Und. Ja, warum nicht? Seine Wand? Schatz. Bin dran. Lauf mal nach. Sicher ist sicher. So. Schon unterwegs. Schon mal rein. Ein bisschen. Okay, siehst noch nichts. Das ist gut.
Aber noch will ich gar nichts sehen. Ich will noch nichts davon sehen. So, Deckung. So. Schaffe es. Muss ich nochmals auch nicht viel bewegen, aber trotzdem. Eieiei. So. Mein Tick nach vorne. Gut, nichts getriggert. Das freut mich. Dann kann ich die ein bisschen weiter vorrücken. Ich taste mich so langsam ran. Bin schon da. Damit ich meine Leute in Position bringen kann, damit ich ihn hier gut verteilen kann. So. René dahinter. So. Machen wir hier ähnlich. Die können sich am weitesten bewegen. So, Matti geht dann hier hin. Ich würde sagen, da würde ich Sengo noch in die Luft schicken. Alienaktivität. Da sollte nichts passieren. So. Jetzt mal so weit, dass du noch eine Aktion machen kannst. Aber jetzt wird es nämlich knackig. Problem ist, wenn ich ihn vorschicke, das sind Eterna, die werden sofort versuchen, ihn zu übernehmen. Das ist Mist. Also schicke ich ihn erstmal hier hinten hoch. Guck mal, was da ist. Nichts. Okay. Dann würde ich nämlich lieber Mr. T hier bis vorausschicken. Waffe ist entsichert. Oh ja. Hi. Bist du der Endboss? Blicket auf die größte Niederlage der Ätherer. Wir, die wir uns nicht so erheben konnten, wie man es von uns erwartete. Okay. Wir, die ausgeschlossen wurden. Wir, die dazu verdammt wurden, von der Narbe niedergewiesen zu zehren. Da wir sie erheben wollten, sie vorbereiten wollten auf das, was vor uns liegt. Vorbereiten, was vor uns liegt. Und ausgestoßen, die nicht weiterentwickeln konnten. Heißt, es gibt noch welche, die noch über euch sind. Die euch verstoßen haben, weil ihr praktisch genauso schlechte Experimente wart wie die euren. Jo, das ist denkwürdig. So, nimm mal lieber die Pistole, weil mit dem Gewehr triffst du so gut wie gar nichts gerade. So, besser den Mut haben. Kritisch? Fein. Dann, sie kann von hinten sogar treffen, sehr schön. 100%, 100%. Nein, lass ich erstmal die einfachen Ziele. Hä? Hey. Warum nicht? So. Dann sagt nach Möglichkeit nicht alle auf einen Haufen. Das ist der volle Deckung, das ist gut. Geht da mal rüber. Kannst nur einen sehen, stört mich nicht. Okay, da haben wir Eterna, Eterna, Eterna und den Dicken. So, dann geht mal auf die andere Seite. Die Folter kannst du leider nicht vollständig ausnutzen, das ist schade. Bestätige. Geht trotzdem dahin, weil da kannst du noch schießen. Kann zwei sehen. Einmal den obersten, Bloop und ihn. Kümmern wir jetzt mal um ihn. Der fällt wieder weg. Jupp, sehr schön. X-Ray ausgeschaltet. Okay, du kannst da hinten nicht treffen. Na! Oh. God damn it! Kannst du den gleich übernehmen? Oh ja, 100%. Übernimm den mal. Sehr schön. Ja, nähert sich ihrem Ende. Das Unterfangen
Unsere Suche nach dem perfekten Exemplar wurde angetrieben durch unsere eigene lähmende Unzulänglichkeit. Und nun endlich. So, Schredderrakete. Auf dich. Auf den Obermopfdi. Und ich habe noch zwei Granaten. So, du musst am besten irgendwie näher ran, weil da oben nützt mir nichts. So, Sturm und Schuss. Gehe in Feuerposition. Im Eilmarsch. Bieg meinen anderen ran. So. Wie viel Treffchance hast du? Nur 69. Und so hast du. Das ist auch nicht besser. Nochmal 69 hiermit. Mach keinen Schnellschuss. Gemeinheit, nicht zurückwerfen. Schwäche. Au. Das haben wir nicht erwartet. Schwäche. Eine weitere neue Rasse scheitert. Daneben. Okay, das war zu erwarten. Gucken. Tust du dem wie sind's? Oh ja. Eigentlich wollte ich denselben abschießen. Na egal. Werden sie ja nicht lassen. So. Gehst mal hier oben hin. Dann kannst du den auf. Na, 50%. Ich mach mal. Rauchgranate. Vielleicht hilft mir das ja. In einer Art und Weise. So. Kannst du von da aus eine Granate schießen? Ja. Da würde ich die Deckung von dem einen zerstören. Das will ich nicht. Hier ein bisschen näher ran. Kannst du sogar auf ihn schießen. Aber Trefferchance ist für einen Anus. Nee, Granate. Das trifft auf jeden Fall. 5. Immerhin. So, du bist die Neuraldämpfung. Na, Gedankenkontrolle. Absolut Neuraldämpfung aber reingesetzt. Das klappt nicht. So gern ihr auch das tun würdet. Na, also mit dieser Treppisäcke. So, Riss. Schuss ist blockiert von nämlich Kackeiern. Egal, ich habe Raketen. Raketen sind awesome. Schade. Warum bewegt ihr euch nicht? Du bist immer noch zerschreddert. Dum, 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 dum. Ich nuke dich weg. Boom. So. Selbe Spiel. Granate möglichst weit entfernt. Du bist so gut wie hinüber. Riskiere ich es? Lieber auf dich. Bist zerschreddert? Komm. Yes. Weiß ich nicht. Besser dran. Oh, das war schon. Oh shit. Zum Teufel ist da los? Das Schiff. Wie ein verglühender Stern. Es wird zu einem schwarzen Loch. Aus dieser Entfernung
wird die Erde zerstört werden. Zentrale, hier wird's zu heiß. Das Paket ist nicht an Bord. Länger konnte ich nicht warten. Sir, das Alienschiff bewegt sich. Und wohin? In welche Richtung? Nach oben. I'm sorry, Matti. Sieg. Schwieg hat normal. Zusammenfassung. Wie die, die es sehen wollen. Welt. Ah, oh, sehr schön. So. Tagesziel entdeckt. Ja, bin ich recht schnell gewesen. Im Schnitt. So. Dann Welt. Durchschnittlicher Schaden. Vielleicht insgesamt. Gilt Aliens. Interessant, also ein Durchschnittswert am Vergleich, nicht? Schuss Tode, okay. Anfang hier verloren. Wissenschaft, was sind das für. So. Tja, das war's mit XCOM Enemies Inn. Ein Spiel von Firaxis und von Firaxis Games. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich denke, ich bin doch etwas in Übung, was das Kommentieren angeht. Dafür möchte ich mich entschuldigen an dieser Stelle. Ansonsten, ja. Weil es sei nicht geschafft. Ich denke, dass der zweite Teil auch kommen wird, ob ich jetzt direkt hier nach spiele oder noch ein bisschen warte, bevor ich mich daran wage, das kann ich noch nicht sagen. Wird sich aber zeigen, früher oder später. Boah, was soll man sagen? Ich bedanke mich für die Leute, die mir ihre Namen zur Verfügung gestellt haben. Und auch eine Entschuldigung an diejenigen, die ihren Namen geliehen haben und ihre Daten nicht bis zum Ende mit da sein konnten und noch leider nicht an der letzten Mission teilnehmen konnten. Es ist nun mal so, ich kann nur eine begrenzte Anzahl Daten mitnehmen und da musste ich mich ja entscheiden und da habe ich mir die Creme de la Creme mitgenommen, weil so Daten ich hatte und die Leute am meisten auch geleistet haben im Spiel, damit das ein bisschen sagt so, jo, die haben es für die bis zum Ende dann zu kämpfen. Du hast Matti von Anfang bis zum Ende mit dabei. Gruselig. Und, ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.